Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zu Weekly Waldes. Wir probieren in dieser Woche mal etwas gänzlich Neues aus, denn ich habe ja schon in einem früheren Weekly Waldes mal angekündigt, dass ich Unterformate in Weekly Waldes bringen will, und so ein Unterformat erwartet euch jetzt in dieser Folge, in dieser Ausgabe, nämlich Waldes Rant. Was könnte das jetzt bedeuten? Nun, ich denke, es gibt einige Themen, gerade im Leben eines Gamers und auch darüber hinaus, über die man sich aufregen könnte. Und genau das soll es sein. Einige von euch mögen es ja mitbekommen haben, dass ich in Spellforce 2 Demons of the Past das ein oder andere Ärgernis gesehen habe. Mir ist das ein oder andere Schlimme passiert in diesem Spiel. Und das hat mich daran erinnert, dass man bei manchen Dingen einfach mal nicht die Klappe halten sollte und tatsächlich sich darüber aufregen sollte, weil es scheiße ist. Und weil genau das dann eben auch dazu führt, dass man möglicherweise ein bisschen Druck ablassen kann. Bei manchen Themen finde ich das einfach ganz sinnvoll. Erstes Thema in diesem Unterformat ist mein absoluter Lieblingspublisher, nämlich Electronic Arts, EA. Wie sehr ich sie liebe. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll mit EA. Das ist eigentlich ein riesiges, gigantisches Thema für sich, worüber man wahrscheinlich eine halbe Stunde referieren könnte. Das werde ich aber in diesem Video nicht tun. Ich will das Ganze relativ kurz halten, weil ich jedes Mal, wenn ich über EA nachdenke, merke, wie mein Puls in die Höhe schießt. Und das ist wahrscheinlich nicht besonders gut für meine Gesundheit. Um mal anzufangen, EA hat tatsächlich auch eine interessante Geschichte mit meinem Kanal. Denn wir haben auf meinem Kanal viele Spiele von Entwicklerstudios, die von EA geschlossen wurden. Ich weiß nicht, ob das von EA ein gezielter Anschlag auf meinen Kanal ist und auf die Qualität meiner Let's Plays, oder ob das einfach nur bedeutet, dass EA tatsächlich mal gute Studios unter seinen Fittichen hatte, die dann nach und nach alle geköpft und getötet wurden. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Das erste Entwicklerstudio, was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, was von EA getötet und geschlossen wurde, und die Liste ist lang, ist Bullfrog. Bullfrog, ihr kennt sicherlich noch das Dungeon Keeper Let's Play auf meinem Kanal, wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ein Spiel, mit dem ich auch eine Geschichte habe, denn es ist eines der Spiele aus meiner Kindheit. Ich habe es immer sehr, sehr gerne gespielt. Auch heute noch, also als ich damals das Let's Play gemacht habe. Ich glaube, es ist mittlerweile 3-4 Jahre her. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Es war immer wieder eine Freude, in dieses Spiel zurückzukehren. Dieser schwarze Humor, diese Gameplay-Mechaniken, die eigentlich heute für diese Art von Spiel unerreicht sind. Also selbst die versucht haben, Dungeon Keepers Erbe fortzuführen, haben es im Prinzip nicht so qualitativ hochwertig geschafft wie Dungeon Keeper damals. Dungeon Keeper 2 kam dann irgendwann auch noch, das habe ich tatsächlich nie gespielt, weil ich schon gehört hatte, dass es im Prinzip nicht mehr so gut sein sollte wie Dungeon Keeper 1. Und ja, dann wurde Bullfrog halt irgendwann von EA beerdigt. Ein Studio, was Tradition hat, was eines der besten Spiele aus meiner Kindheit produziert hat. Und es ist immer so leicht gesagt, also man steckt da natürlich nicht drin, in den ganzen Internas und was es da für Absprachen mit EA gab und sonstigem. Aber ich finde es schon verdächtig, dass viele von diesen Entwicklerstudios eben von EA gekauft wurden und danach ging es einfach bergab. Ja, als hätte EA seinen fetten, stinkigen Drecksfinger in das Arschloch von diesen Entwicklerstudios gesteckt und damit alle möglichen kreativen Flüsse blockiert hätte. Denn man fragt sich, auch bei Bullfrog natürlich und bei allen folgenden, was wäre denn passiert in Zukunft mit diesen Entwicklern, wenn EA sie nicht aufgekauft hätte? Was für geile Spiele hätten da theoretisch noch kommen können? Und Bullfrog ist der erste, den ich da erwähnen möchte. Einfach chronologisch, weil ich mit Dungeon Keeper als erstes von diesen Studios in Berührung kamen. Bullfrog ist aber natürlich nicht das erste bzw. das einzige Studio, was da geschlossen wurde. Machen wir die Liste weiter. Das geht mit prominenten Studios wie den Westwood Studios weiter. Ein wirklich ganz tolles Entwicklerstudio,
Auch da gab es ein Projekt auf meinem Kanal, nämlich Lands of Lore. Lands of Lore ist tatsächlich von den Westwood Studios. Eine ganz, ganz große RPG-Spieleserie, die auf meinem Kanal auch noch fortgesetzt wird mit Lands of Lore, Götterdämmerung, der zweite Teil. Sie sind aber natürlich nicht nur dafür bekannt, sondern auch für die Command & Conquer-Serie. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr prominente Serie, die von EA übrigens auch zerstört wurde. Und dann gäbe es da noch Legend of Kyrandia. Oder Kyrandia, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Point-and-Click-Adventures, wo ich den dritten Teil, glaube ich, gespielt habe. Malcolm's Revenge in meiner Kindheit, auch sehr, sehr cool. Auch sehr bissiger schwarzer Humor. Und auch die anderen Spiele sind toll. Ich habe da Let's Plays nämlich von geschaut und kann daher ganz gut beurteilen, dass die Westwood Studios auf vielen Gebieten wirklich gut waren. Also Strategiespiele, Rollenspiele und auch Point-and-Click-Adventures. Und es ist einfach... Es ist eine Tragödie, auch bei diesem Studio, dass es so in die Binsen gegangen ist mit EA und dass die Spiele eigentlich immer bescheuerter wurden. Wenn ich an das vierte Command & Conquer denke, Tiberium Wars hieß es, glaube ich, nicht, das war der dritte, aber Tiberian Twilight oder so. Was soll man dazu noch sagen? Also mir fällt da gar nichts zu ein. Auf jeden Fall wurde auch Westwood von EA gekappt und geclosed. Schön. Fällt euch was auf? Der nächste Entwickler, der von EA getötet wurde, ist Phenomic. Und das ist richtig bitter. Denn Phenomic gehört auch zu meinen Lieblingsentwicklern, die eine Reihe auf die Welt gebracht hat, die uns bis heute auf dem Kanal begleitet, nämlich Spellforce. Phenomic war ein deutsches Entwicklerstudio, eines der wenigen, die international überhaupt irgendeine Bedeutung hatten, denn es gab kaum ein Spiel, was international eine höhere Wertung hatte als Spellforce 2 Shadow Wars. Ich weiß gar nicht, also ein deutsches Spiel als Spellforce 2 Shadow Wars. Ich glaube, die einzigen, die da noch besser waren, waren wahrscheinlich Gothic, weiß ich gar nicht mal, und Far Cry vielleicht noch. Also ich glaube, eine wichtigere Rolle hatte ein deutsches Spiel nicht als Spellforce 2 Shadow Wars, was die Wertungen angeht. Und ja, EA hat Phenomic gekauft. Phenomic durfte dann noch Battleforge entwickeln, ne, wo EA dann versucht hat, durch diesen Sammelkartenfaktor nochmal ordentlich Zaster aus den ganzen zu quetschen. Und dann kam, als das nicht wirklich funktioniert hat mit Battleforge, kamen, glaube ich, noch zwei Browser-Games von Phenomic. Ja, genau, Browser-Games von dem Entwickler, der uns Spellforce geschenkt hat. Ich meine, wie bescheuert ist das bitte? Ich meine, mit Spellforce haben sie echt einen Meilenstein hingelegt, der echt viele Gamer, gerade deutsche Gamer, wirklich geprägt hat im Strategiebereich, weil Spellforce 1 ist wirklich ein ganz grandioses Spiel. Es hatte seine Macken, klar, aber alleine diese Liebe zum Detail, diese ausgearbeitete Fantasy-Welt, dieses ganze System mit den Inseln, mit den Runenkriegern, mit den Monumenten, die verschiedenen Rassen, das war ein richtig großes Spiel und EA hat einfach das Studio zerstört, was für dieses Spiel verantwortlich ist. Und ich kann es nur nochmal betonen, gerade auch im Hinblick der Tatsache, dass wir jetzt Spellforce Faith and Destiny und Demons of the Past über uns ergehen lassen mussten, dass Phenomic einfach großes, großes Potenzial hatte. Auch Shadow Wars und Dragonstorm hatten tolle Geschichten und es mag dann irgendwann wahrscheinlich auch an der Finanzierung gehabert haben, beziehungsweise EA wollte dann natürlich die Projekte voranbringen, wo sie dachten, dass die den Spielern möglichst viel Geld aus der Tasche leiern könnten. Und zu dem Thema will ich übrigens am Ende meines Referats noch etwas sagen. Aber ich finde es einfach schade, wenn man diesen kreativen Köpfen, die Phenomic und auch Bullfrog und auch Westwood waren, einfach im Prinzip, wenn man die in ein Gefängnis steckt, aus Kapitalismus und beschissener Scheiße, was EA nun mal tut. Und dann irgendwann, dass nicht so funktioniert, wie der große Anzugträger es denkt, dass es funktionieren sollte. Und dann wird einfach das Studio geschlossen und auch über das Schicksal so vieler Menschen entschieden. Im Negativen. Und das ist einfach... Da kommt mir die Kotze hoch, wenn ich nur daran denke, dass Phenomic so in den Dreck gezogen wurde. Das ist einfach scheiße. Ich fand selbst Battleforge war eigentlich ein richtig gutes Spiel, aber EA hat einfach was anderes gedacht, als das am Ende geworden ist.
Und das führt mich zum vierten Entwicklerstudio. Auch davon gab es ein Let's Play auf meinem Kanal. Und diese Schließung dieses Studios ist noch nicht so lange her. Es ist nämlich Visceral Games. Ja, Visceral Games, die Macher der Dead Space Serie. Eine ganz tolle Serie, die international auch viel Anklang fand. Von den Käufern wie auch von der Fachpresse. Wurde von EA geschlossen. Man hat sich schon lange gefragt, okay, was macht Visceral Games jetzt nachdem Dead Space 3 ja nun schon eine Weile her ist. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefreut, dass irgendwann vielleicht mal Dead Space 4 rauskommen könnte, denn die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Wenn ihr Dead Space 3 spielt und den DLC dazu, die Geschichte ist einfach nicht abgeschlossen. Und wir werden wahrscheinlich nie wieder ein Dead Space Spiel sehen, und wenn, dann ist es nicht von Visceral Games, und das finde ich bescheuert. Aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, das ist eben noch nicht so lange her. Visceral Games hat dann an einem Star Wars Spiel gearbeitet, und zwar an einem Solo Star Wars Game, und das ist interessant, denn es gab in der Vergangenheit Solo Star Wars Spiele, die richtig gut waren. Knights of the Old Republic zum Beispiel, KOTOR, eine ganz beliebte RPG-Serie und gerade von Star Wars Fans echt geliebt bis zum geht nicht mehr. Und nachdem diese ganzen Star Wars Multiplayer-Titel, EA hat ja dann irgendwie für die nächsten Jahre das alleinige Markenrecht von Disney bekommen, die mit Star Wars irgendwas game-technisch anzustellen. Und das ist bescheuert, weil EA damit nur Kacke macht, wie man an Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 sieht, wo es im Prinzip nur noch um die Lootboxen geht. Da geht es gar nicht mehr um das Spiel. Also, auch eine Sache, die mich ankotzt an der aktuellen Spieleindustrie, aber dazu kommen wir gleich noch. Und offenbar hat dieses Solo-Spiel den Qualitätsansprüchen von EA nicht genügt, und deswegen wurde das Projekt eingestampft und Visceral Games gleich mit. Es hieß zwar, dass viele von den Entwicklern, die bei Visceral Games waren, in anderen Teilbereichen von EA irgendwie untergekommen sind, aber das ist ja nicht dasselbe. Das ist ja nicht mehr dasselbe. Es ist nicht mehr das Entwicklerstudio. Die sind getrennt. Die machen kein Spiel mehr. Dieses Star Wars Spiel, ne? Wenn man sich mal die Inszenierung von Dead Space 2 und Dead Space 3 anguckt, Visceral Games kann super Solo-Spiele machen. Und dieses Star Wars Spiel wird einfach nie die Chance bekommen, der Welt zu beweisen, dass es ein gutes Spiel geworden wäre. Und dass Visceral Games ein gutes Entwicklerstudio ist. Warum wurde dieses Spiel gekillt? Naja, wahrscheinlich, weil man bei einem Solo-Spiel den Spielern schwer Lootboxen verkaufen kann oder Zusatztransaktionsbeschissener Scheiß. Ja. Und EA hat dann in den letzten Tagen noch ein Statement gegeben von wegen, ja, wir haben das geschlossen, beziehungsweise wir haben das Projekt beendet, dieses Star Wars Solo-Projekt, weil es nicht den Qualitätsansprüchen genügt hat, denn lineare Spiele werden heute nicht mehr so gemocht wie damals. Wir verstehen die Spieler. EA, ihr versteht einen Scheiß, versteht ihr. Es gab ja einen mega Shitstorm gegen Battlefront 2. Und wenn ihr ein bisschen die Spieler verstehen würdet, dann würdet ihr verstehen, dass das von Anfang an Schwachsinn ist, was ihr da versucht hättet. Momentan ist es ja so, dass diese Lootbox-Geschichte bei Battlefront 2, glaube ich, mehr oder weniger gerade so ein bisschen auf Eis liegt. Aber sie liegt eben nur auf Eis. Sobald sich der Shitstorm gelegt hat und der Launch von Battlefront 2 jetzt einigermaßen gut über die Bühne gebracht wird, wird still und heimlich dieses System wieder zugeschaltet. Und das ist einfach verlogen. Das ist verlogen. Das ist Gängelung des Kunden, des Spielers, und das ist einfach bescheuert. Das sind übrigens nicht die einzigen Entwicklerstudios, die von EA geschlossen wurden. Das sind jetzt nur die, die mir besonders am Herzen lagen, weil ich Projekte von denen gespielt habe, weil ich Spiele von denen gespielt habe und sie mich irgendwie begleitet haben. Wir haben auch noch prominente Namen wie Origin Systems. Origin Systems sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber die waren bekannt für die Ultima-Rollenspiele. Und Ultima ist ja wohl eine sehr, sehr wichtige Rollenspielreihe gewesen. Oder die Wing Commander-Spiele. Und auch die Wing Commander-Spiele hatten damals viele Fans. Und ja, wurde dann auch einfach geschlossen. Es gibt noch weitere Spiele, Studios, die geschlossen wurden, nämlich beispielsweise Axis. Axis kennt ihr vielleicht, SimCity.
wurde auch geschlossen von EA. Ja. Was soll man dazu sagen? Das sind nicht die einzigen. Es gibt noch mehr. Es gibt Listen im Internet, wo man das nochmal ganz schön nachlesen kann. Was ist jetzt so schlecht an EA? Kann ich euch ganz genau sagen. Der Trend geht momentan dahin, dass nicht mehr Spiele entwickelt werden um der Spiele willen, sondern dass sich dahinter große Publisher schalten, wie zum Beispiel Electronic Arts. Und Electronic Arts ist da einfach nur mal das Paradebeispiel, die Spiele um Lootboxen herum entwickeln oder um anderen Content, den man dazu kaufen muss. Weil EA davon ausgeht, im Prinzip ist es ja egal, ob die meisten Spieler die Lootboxen nicht kaufen, solange es, weiß ich nicht, wie viele Spieler gibt, die bescheuert sind und da einfach massenweise Geld reinpumpen, ist es schon okay. Und bei den meisten Spielen von EA ergibt es einfach mal gar keinen Sinn. Ich finde, bei Multiplayer-Titeln wie diesem Battlefront 2 Spiel, wo man im Prinzip, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und ich habe mir das im Detail auch nicht angeguckt, aber so wie das System war, konnte man sich durch die Lootboxen nicht direkt einen spielerischen Vorteil erkaufen, sondern indirekt. Das funktioniert irgendwie mit Sternkarten oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das ja jetzt mittlerweile so ein bisschen geändert. Und es war vorher auch so, dass wenn man keine Lootboxen kauft, es endlos lange gedauert hat, sich wichtige Star Wars Charaktere wie, weiß ich nicht, Darth Vader oder Luke Skywalker, hätte davor unfassbar lange gebraucht, diese Charaktere freizuspielen für Leute, die es free to play machen wollen. Ich glaube 40 Stunden für einen Charakter. Und das ist einfach bescheuert lang. Das macht dann keiner. Und da wird man im Prinzip fast schon dazu gezwungen, Geld in die Lootboxen zu stecken, damit man seine Charaktere spielen kann, die man gerne nun mal in einem Star Wars Spiel erwarten würde, wie zum Beispiel Anakin oder Luke Skywalker oder keine Ahnung, wen es da noch gibt. Dass man die überhaupt freispielen muss. Ich würde fast erwarten, dass man die spielen kann, weil sie nun mal zu Star Wars gehören. Und das ist einfach total merkwürdig und total dämlich. Und es gab dann in der Beta nämlich schon einen Mega-Shitstorm für EA. Und dann haben sie sich entschieden, das ein bisschen runterzufahren, damit man die Charaktere früher freispielen kann. Aber eben nur nach einem Shitstorm. Und das haben sie auch nur getan, weil sie den Release in Gefahr gesehen haben. Und das ist bescheuert. Und momentan geht es bei den Spieleentwicklern halt darum, erzwungene Multiplayer-Elemente einzubauen. Also jedes Spiel ist ja mittlerweile irgendwie online mit anderen und Multiplayer und Kacke und dann kann man noch Zeug dazu kaufen, damit man besser ist als alle anderen oder schöner ist als alle anderen oder irgendwelche Anpassungen an seinem Charakter vornehmen kann, damit der noch uniker ist, als er ohnehin schon ist. Und diese ganze Entwicklung geht mir gegen den Strich. DLCs sind das eine. Die sind bei manchen Entwicklern nicht bescheuert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal CD Projekt Red anguckt, die ja die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine für The Witcher 3 rausgebracht haben, das sind bärenstarke DLCs, das sind ausgewachsene Erweiterungen, die auch Sinn ergeben. Aber wenn ich mir dann so einen Quatsch angucke, wie beispielsweise bei Electronic Arts, bei sämtlichen Spielen, die rausbringen, ich weiß gar nicht, ist dieses Shadow of Mordor, das ist doch auch von EA, oder nicht? Ich muss mal eben gucken. Aber auch Shadow of Mordor wäre für mich vielleicht interessant gewesen. Tatsächlich. Shadow of War heißt es. Weil ich Mittelerde mag. Ne? Aber es ist einfach bescheuert. Es ist aber nicht von EA. Aber jetzt nur, um das mal zu sagen. Also da auch dieses ganze Lootbox Gequatsche und diese verschiedenen Gold Editions, Silver Editions mit neuen Inhalten, die da noch dazu kommen. Also im Prinzip wird ein Spiel auseinandergeschnitten und dann tut man so, als wenn die Basis-Edition, die ohnehin schon 60€ kostet, das vollwertige Spiel wäre und dann kann man halt noch Zusätzliches dazu kaufen, ne? Und die Gold Edition kostet dann mal 100€. Aber nein, die 100€ sind eigentlich das volle Spiel und es wurde nur auseinandergeschnibbelt, um mir diese Version verkaufen zu können und das ist bescheuert. Und in dem Spiel ist es wohl so, dass es ein Ende gibt und dann muss man irgendwie elendig lang grinden gegen verschiedene Ork-Festungen und dann am Ende, wenn man dieses Gegrinde und dieses Gekämpfe geschafft hat, was unglaublich langweilig, unglaublich bescheuert sein soll, kommt das richtige Ende von dem Spiel.
Und diese ganze Sequenz kann enorm erleichtert werden, wenn man sich halt Lootboxen kauft und irgendwelche stärkeren Orks dazu kauft, die dann für einen selbst kämpfen oder Ausrüstungsgegenstände oder sonst was. Und das ist einfach Gängelung vom Spieler und das ist einfach bescheuert. Und diese Entwicklung hasse ich zutiefst. Denn einige Entwickler gibt es ja noch, die zeigen, dass reine Singleplayer-Spiele funktionieren können und auch gut sind und auch gern gekauft werden von den Spielern. Es gibt einfach nur nicht mehr so viele davon. The Witcher 3 ist ein gutes Beispiel davon oder tatsächlich Assassin's Creed Origins, was ja auch relativ neu ist. Mal wieder ein gutes Singleplayer Assassin's Creed. Und solche Spiele muss es einfach wieder mehr geben und ich kann da nur sagen, um am Ende meines Rant-Videos anzukommen, vertraut Indie-Entwicklern. Investiert in Indie-Entwicklern, denn was ich da die letzten, auch das letzte Jahr jetzt mit Adventure Time erlebt habe, ist ganz großes Kino. Das sind wirklich ganz tolle Spiele oder auch Spiele wie Ori and the Blind Forest beispielsweise, Brothers A Tale of Two Sons, Child of Light, Dusk in Elysian Tale. Das sind alles Spiele, die großartig sind. Nicht alle davon sind Indie, aber von eher kleinen Entwicklern dann, die auch unter der Knute möglicherweise von einem großen Publisher standen. Aber da sind nochmal tolle Spiele entstanden, Singleplayer-Spiele, die mir auch wirklich was mitgeben, an die ich mich bis heute noch erinnere. Und ich wünsche mir, dass die gesamte Spielindustrie mehr wieder in diese Richtung geht und nicht versucht, den letzten Rest Geld aus mir rauszupressen. Ich meine nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe nicht prinzipiell etwas gegen Lootboxen, wenn das irgendwie mir sinnvoll verkauft wird. Beispielsweise bei Overwatch sind es nur kosmetische Inhalte. Nur kosmetische Inhalte. Ich kann mir über die Lootboxen keinerlei Vorteil, spielerischen Vorteil erkaufen. Und da finde ich es dann okay, weil jeder für sich selbst entscheiden möchte, ob er möchte, dass sein Charakter irgendwie anders aussieht oder nicht. Oder beispielsweise bei Trading Cards Game wie Gwent oder Farrier oder Hearthstone. Auch da finde ich diese Kartenpacks, die man sich kaufen kann, sinnvoll. Man kann sie ja auch anderweitig erspielen, klar. Man kann sie leichter erspielen, wenn man sie kauft, klar. Aber dieses ganze Trading-Card-System baut ja darauf auf, dass man, ne, sammelt, kauft. Das war bei Offline-Trading-Card-Games genauso wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! Im Prinzip Magic. Ne? Das fing ja im Prinzip auf der Straße an und nicht am Rechner. Und da war es genauso. Und es ist logisch, dass man das dann am Rechner genauso macht. Da finde ich es noch irgendwo sinnvoll. Aber dass mittlerweile, ja, im Prinzip Spiele um Lootboxen herum oder Spiele um Systeme herum entwickelt werden, wie man möglichst viel Cash aus den Spielern quetschen kann und es wirklich nur noch darum geht, ob man mich für dumm verkaufen will, dann habe ich da keine Lust drauf. Und solche Spiele meide ich dann auch. Ich hätte mit Sicherheit vielleicht auch mal irgendwie Lust gehabt, einen Multiplayer-Star Wars-Titel nochmal irgendwie zu spielen. Im Internet mit anderen Leuten, aber nö, auf Battlefront 2 habe ich keine Lust. Shadow of War, Mittelerde, habe ich auch keinen Bock drauf. Kaufe ich mir nicht. Fange ich erst gar nicht an, als ich das gehört hatte mit diesem Kram, der da schon wieder veranstaltet wird. Und ich finde es einfach schade, dass Studios deswegen geschlossen werden, um jetzt mal so ein Fazit zu ziehen, dass Singleplayer-Projekte deswegen gekappt werden und ich sie nie spielen kann, obwohl sie wahrscheinlich toll sind und andere sie auch nie spielen werden können. Und dass, ja, mir deswegen Spiele vermiest werden, die ich vielleicht sogar sonst gespielt hätte, aber die durch diese ganze DLC- und Lootbox-Geschichte vermurkst werden. Weil sie natürlich auch spiel- und Gameplay-technisch dann verändert werden, damit man verleitet wird, Lootboxen zu kaufen. Ja, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Das war das erste Video von Waldes Rant. Ich will das nicht besonders oft machen, sondern nur dann, wenn ich auch wirklich einen Grund habe, mich über irgendetwas aufzuregen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr zur aktuellen Spielindustrie, was ihr davon haltet. Ich sehe da momentan echt Entwicklungen, die mir nicht passen. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder zurückgeht. Und ich einfach nur ein Spiel anschalten kann, es spielen kann und mir keinen Gedanken darüber machen muss, wie ich da möglichst passabel durchkomme, ohne Geld zu investieren. Und das ist einfach bescheuert. Ja.
hatet EA genauso wie ich. Man hat einen Grund dazu als Spieler. Und ja. Bis zur nächsten Woche dann, mit etwas weniger Aufregung. Arrivederci.